Watch your steps, kid. If you slip, we both go down. Mr. Dragonfly, try to keep quiet. You are distracting my steed. Jonna, was kann ich euch bringen, Alva? Was könnt ihr mir denn nicht bringen? Was gäbe ich für einen Abend in Elsweyr? Hoch oben, auf den Balkons, der Mönchstempel. Dort konnte man sehr schön den Sonnenuntergang und Aufgang beobachten. Ein meditatives Erlebnis. Nun denn, ich habe noch einmal gelesen. Hier in der Nähe müsste sich Galdur befinden. Das wäre für einen Archäologen, wie wir es sind, oder für Archäologen, wäre das etwas wert. Oh, hier wieder diese Alrik oder wie die heißen. Diese Wüstenbewohner, die sämtliche Frauen hier im Lande belästigen. Nicht schön, nicht schön. Ja, und dann, nachdem wir dieses Galdur erledigt haben und hoffentlich nicht gestorben sind und vielleicht einige archäologische Sehenswürdigkeiten finden, würde ich sagen, wir gehen hinauf zu den Graubärden. Ich würde dort gerne etwas meditieren, vielleicht ein paar neue Drachenschreie lernen. Die ätherische Gestalt habe ich auch noch nicht verinnerlicht, das muss ich zugeben. Yeah, yeah, keep your dress on. Oh. Hurry up and order, I ain't got all day. Ihr seht so aus, als könntet ihr etwas zu trinken vertragen. Stimmt das etwa nicht? Have you met the bard that plays here? He's got a voice like broken glass and fingers like the knob of a carrot. Sometimes he ventures outside, and when he plays, the animals in the marsh will start screaming. Ich hätte hier einen besseren Bardin oder vielmehr eine gute Bardin. Soraya heißt sie. Vielleicht sollte ich sie einmal fragen, ob sie hier spielt. Wer ist eigentlich dieser Bard, der so schrecklich spielt? His name's Lurbuck, and he's by far the worst bard in all of Skyrim. But the old orcus sort of grows on you. In time, everyone will learn to appreciate him like I do. Habt ihr neben diesem Lurbuck noch einmal andere Barden gehört? I have.
I may be a tavern wench, but I haven't always been this tavern's wench. You've got a bosom and you can pour a flag and you can find work just about anywhere. Truth is, I ain't even from Skyrim. I'm from the docks of Anvil, the Gold Coast. My da thinks I'm here to find me roots, be a proper Nord and trade my broom for a sword. And all I really wanted was to get away from him. Vielleicht sollte ich mir einen Busen anlegen und Wein ausschenken. Oder? Warum eigentlich? He didn't beat me or nothing like that. Must rather wish he did. Would have made hating him all the more easier. No, the old goat just thinks he's some kind of honorary stormcloak the way he goes on about the Nords being the master race. Of course he didn't fight in the Great War, but you wouldn't know it by listening to him talk about it. Der Rassismus hier ist mir schon aufgefallen. Das Goldküstengebiet hat einen deutlichen Anteil an Nord. Aye, and we do a lot of Nord things. We look like Nords, we eat like Nords, we drink like Nords, and we piss like Nords. But we ain't exactly Nords. Maybe I like the beach more than I like the snow. Maybe I prefer a Surly Brothers wine to some cheap Nord swill. Mir ist gar nicht so klar gewesen, dass es unter den Nord auch solche Unterschiede gibt. Behandeln euch die Nord wie Einheimische? Maybe now they do. Still ain't exactly one of them, though. Sometimes I'll call a Falmer a goblin, or a Skeever a cave rat. Sometimes I'll complain about the cold, or boast about how ginseng can cure anything. Then they look at me sideways, like I just got off the boat from Morrowind. I've always said I've got half of my mother, half of my father, and half of the coast in me. And I've seen enough of this here country to know which is the better half. Nun gut. Fine, but I ain't got all day. Ich habe leider auch nicht so unbegrenzt Zeit. Vielleicht können wir uns ein andermal noch unterhalten. Es war sehr lehrreich, muss ich sagen. Kommt, stoßen wir an auf eine kleine Freundschaft in einem Gasthaus. Übrigens habe ich hier auch einige eurer Kolleginnen gerettet vor Banditen. Ah, ich glaube, das war gut, dass ich das gemacht habe. Meine Kehle, sie war ganz trocken. Noch eins noch, was redet man so hier in der Ortschaft? Dirt, that's what. Nasty rumors saying I don't do enough cleaning for Jonna. Ain't nothing further from the truth. But there's two things I love. It's gruff men and a clean inn. If I ever met a bandit who liked to sweep and do dishes, I'd probably choke myself trying to get that bloody amulet of Mara around me neck. Gut, das ist in Ordnung. Until next time. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch. Hallo und herzlich willkommen da draußen an dem Bildschirm. Hier ist auch alles voll von Leuten, die ich nicht kenne. Mira. Ach ja, Cassia. Wartet mal, von Cassia hatten wir doch haben wir mit der müssen wir doch schon gesprochen haben. Da hatten wir einen Brief, oder? Dann, glaube ich, sogar zwei Briefe von ihr. Weil ich, glaube ich, doppelt genau. Ach nee, das war Cassia. Oh mein Gott. Was war denn da überhaupt? Ach ja, Ruin.
Alles klar, unvorstellbare Reichtümer. Ne, wir gehen nach Galdur. Kommt mit, Jungs. Und natürlich Mädels nicht zu vergessen. Ne? Ja, Mortal sich ein bisschen verändert. Ist ein bisschen größer geworden. Ne? So, wo gibt's hier das Galdur? Galdur, hier. Ich müsste also eigentlich wieder durch die Sümpfe. Bei Movards Lager vorbei. Wir gehen einfach mal geradeaus den Weg hier. And hope the best. Oh, mal ohne schwarze Gesichter. Auch mal schön. Ja. Gefällt mir. Hatten wir das letzte Mal die schon so? War das schon so? Bin mir nicht sicher. Richtiger Sumpf hier. Ne? Oh. Euer Tor ist zu. Tut mir leid, ich muss das mal aufmachen. Das ist sogar ein... Sogar ein doppeltes... Wow. Macht ihr hinter mir das Tor wieder zu? Nein? Okay. So, warte, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir am besten durch die Sümpfe kommen. Ich bin mir gar nicht sicher, mein Freund. Ah. Weit zu langsam. Ihr könnt spinnen gehen. Oh, hier, genau hier durch wäre exakt, was wir wollen. Ah! Wieder die Nadel im Gesicht. Und hoppa! Sei gegrüßt, Schlammgrabber. Aufgepasst! Aufgepasst! Your suffering is at an end. Ja. Dem sein Leiden ist zu Ende. Oh ja. Da habe ich mir meine Stiefel schön nass gemacht. Was ist denn das hier? This marsh smells alive. Ja, wir waren schon einmal hier, Renico. Kannst du dich erinnern an die Spinne dort hinten? Ich glaube, das ist eine weitere. Ich brauche meinen Bogen. Ah, nicht getroffen, ne? Irgendwie cool. Einen coolen Gang haben die. Ich meine, wäre natürlich... Da gibt es ja... Leute, die können ja Spinnen so gar nicht ab, ne? Da gibt es ja wirklich so richtig Mods hier... Oh. So richtig Mods, die Spinnen komplett austauschen. Ich meine, ich finde es gut, ne? Wenn jemand so eine Spinnophobie hat. Uah. Wow, habt ihr gesehen, wie der auf mich zugekupfelt ist? Haben wir hier schon geschaut? Ich hör noch was. Ich hör noch irgendwas. So, wo ist Galdur? Da drauf. Okay. Schaut euch mal ein bisschen um. Aber auch nicht trödeln, denn wir haben immer noch schlechtes Wetter hier. I can smell insect everywhere. Ja, Spinnen. Ich bete zu Rain. Ja, wir können leider nicht mehr zu Rain beten, ne? Denkt ihr, das da oben, das Ding, das Galdur nehmen? Ist ja Quatsch. Das ist doch... Ach nee, das ist doch eins... My fleas seem to enjoy this moist environment. Ach, das ist schon wieder Einsamkeit hier.
Ah, stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt. Aber wir sind direkt davor. Aha. Hier drüben müssen wir hin. Aufgepasst. Verlassenes Lager. Oh, Kohle mit. Notfragmente. Ach, ist es unseres? Nee, ne? Nee. Wäre nämlich schön, weil wir müssen nämlich noch... das hat mir ja ungezogen schon fünfmal gesagt, wo das Lager ist, ne? Aber warum sind hier Notfragmente? Oh, Nägel. Sehr schön. Nehmen wir mit, ne? Das hier könnte Galdur sein. Kann man das wieder entzünden? Lydia? Nee, das ist doch bei... Ach nee, das ist... Ist Folgundur und Galdur dasselbe? Nö. Erforsche die Legende von Galdur. Nee, das ist schon hier. Das ist schon hier, da liegt noch irgendwas, was ich nicht mitgenommen habe. Ah, hier. Nee, hier. Irgendwas habe ich noch vergessen hier. Vielleicht doch vielleicht doch hier irgendwas. Ich meine, okay, das können wir trotzdem mitnehmen. Aber hier nicht. Verdammt, was? Was habe ich hier übersehen? Irgendwie... Rechts von uns habe ich was gesehen. Was? Ah, jetzt sehe ich's. Wie lange ist es her, dass ich die Galdur-Legende zum ersten Mal gehört habe? 100 Jahre nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue. Oh, schon wieder eine Klaue. 3 Tage durchgeritten. Ja, das möchte ich jetzt nicht in der Kälte hier lesen. Aber ich verbrachte die ganze Nacht damit ins System. Wir schauen mal, wo es uns weiter hinführt. Also doch hier rein, ne? Aha. Dann gehen wir da rein und dann können wir lesen. Ich brauche meinen Bogen. Du siehst mich nicht. Oh, du triffst aber auch nicht. Oh, ich weiß warum. Hohoho. Warte. Er ist noch am Leben. Ah, es wird nicht ohne hier drin. Aber sieht es nicht schon hier einladend aus? I'd rather not know what people did for fun here. Es sieht einfach nur unglaublich beeindruckend aus. So, pass auf. Dann bestellen wir uns mal neben die Kerzen. Vielleicht geben die ein bisschen Wärme ab. Können wir hier auch neben Inigo stellen. So, jetzt können wir hier das ganze Ding hier lesen. Also, wie lange ist es her? Ich glaube, Legende, ne? Nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue endlich bei einem Sammler in Braville aufgespürt. Sein Tod war unvermeidbar, aber nun habe ich sie endlich. 3 Tage durchgeredet, ich habe Anvil. Oh, Anvil. Syrodiil. Eine Überfahrt auf die Eisläufer gebucht. Die erneut nach Einsamkeit aufbricht. Die anderen Passagiere beginnen Verdacht zu schöpfen. Als ich vom Abendessen zurückkam, erwischte ich einen Barbaren dabei, wie er in meiner Kabine herumwühlte.
Er hätte die Klaue fast gefunden. Wäre der Kapitän nicht eingeschritten, hätte ich ihm die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Ich hatte gehofft, die Reise allein in meiner Kabine verbringen zu können, um meine Notizen durchzugehen und Zauber vorzubereiten. Aber ich muss etwas von mir ablenken. Ich muss mich unter die Leute mischen, so tun, als sei ich lediglich irgendein hundsgewöhnlicher Magier, vorerst zumindest. Der Barbar behauptet, er sei ein Abenteurer, der sein Glück in den Ruinen von Himmelsrand suche, zusammen mit seinen Gefährten. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil wenden und sie als Futter für die Fallen und die Daraugar in den Grüften ausnutzen. So scheint es hier also auch wieder Fallen zu geben. Und natürlich Drauger, ein altes Nordgrab. Ich kann die Gier in ihren Augen sehen. Ja, das sollte funktionieren. 3 Wochen bis Einsamkeit, sagte der Kapitän. Wenn ich diese Schwachköpfe noch länger ertragen muss, werde ich schwimmen. Mit den Barbaren und seinen Gefährten im Schlepptau ging es durch den Sumpf nach Volkuntur. Also da, wo ich jetzt bin. Wo wir unser Lager für die Nacht aufschlugen. Draußen. Seit meiner ersten Expedition vor 10 Jahren hat sich nicht viel verändert. Aber dieses Mal habe ich die Klaue. Und ich werde das Amulett bekommen. Ich verbrachte die ganze Nacht damit, eine Zusammenfassung meiner Notizen zu Papier zu bringen. Für den Fall, dass ein Fragment der Erzählung oder ein Detail der alten Sacke nötig wäre, um die Schutzzauber in dem Grab zu umgehen. Also müsste die Klaue eigentlich hier sein, wenn der Magier umgekommen wäre, oder ich finde ihn noch lebend. Dann warf ich all meine Bücher und Schriftrollen ins Feuer und verwandelte mein Lebenswerk in Asche. Heute ist der Tag der Abrechnung endlich da. Wenn das Amulett nicht haben kann, soll es auch sonst niemand bekommen. Aha! Na dann, seid ihr bereit? Ich bete zu Rain. Lydia, vorsichtig. Oh, das sieht schon nicht gut aus. Denn das Blut kann nicht von dem Skelett stammen. Ich höre Knochen. Ich höre Knochen. Inigo, ich höre Knochen aneinander reiben. Ist hier vielleicht der Magier irgendwo? Nee, ne? Das könnte der Barbar gewesen sein, den er vorgeschickt hat in die Fallen. Hier kommen die Klaue. Ach, so weit sind sie gekommen. Schaut hin, die Tür ist schon offen. Verdammt. Ich höre noch jemanden röcheln und schnaufen. Aber vielleicht woanders. Schauen kurz mal um die Ecke, ehe wir uns hier... Gute Arbeit. Lydia, gute Arbeit. So, wir schauen erst mal hier. Aufgepasst! Aufgepasst! Ja, nee, du machst das doch gut. Ach,
I'll need to bathe thoroughly to get this stench off me. Wollen wir erstmal uns drum kümmern hier? Du siehst cool aus übrigens. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Weil das Geröchel macht mich schon ein bisschen... Ich brauche meinen Bogen. Den werden wir doch jetzt mal hier treffen. Oben ist noch einer, aber den treffe ich mit Sicherheit nicht. Oh. Ja, mach mal nachher. Kommt. Wir gehen. Die Nordpfeile, was habe ich denn noch für Pfeile? Ich habe die abgeschorenen Pfeile. Ich habe noch ein paar Elfenpfeile. Ein paar orkische Pfeile. Ne, ich nehme tatsächlich noch ein paar von den alten Nordpfeilen mit. Und werde die auch gleich ausrüsten. So, komm. Und passt auf, hier ist irgendwo noch eine Falle. Ja. Hier Wasser. Habe ich, glaube ich, ausgelöst. Aber okay. Okay. So, jetzt schauen wir mal hier. Können wir da irgendwas bewegen? Rumdrehen? Können wir. So, jetzt müssen wir nur wissen, inwieweit. Hier ist eine Schlange und hier ist eine Schlange. Nee, hier ist eine Schlange und hier ist ein Adler. Also machen wir es genauso. Ich gebe euch Deckung. Ha. So, und hier ist ein Fisch. Und ich glaube noch eine Schlange. Hä? Aber das war ja richtig. Das wäre ja dann richtig. Ein Adler und... eine Schlange? Oder müssen wir das irgendwie seitenverkehrt machen? Ein Fisch und eine Schlange. Das ist ja verrückt. Seht ihr, jetzt passt nämlich wieder mit meiner Fackel hier. Das Ganze übrigens. Falls jemand interessiert. Ich glaube, Leinentuch braucht man. Ich nehme es trotzdem nicht mit. Ich werde mich so ärgern, aber... nicht mehr. Ja, müssen wir vielleicht noch an irgendeine Schnur ziehen? Oder, ach nee, warte mal. Ja. Ach, das war schon wahrscheinlich. Das haben sie auch schon aufgemacht. Denke ich. Und das Rätsel hier gelöst. Wisst ihr? Und da ist der nächste Abenteurer. Aha. Aber hier ist noch nicht der Magier. Ich verstehe. Ich verstehe. Das hat noch nichts damit zu tun. Ja, das Knochenmehl hätten wir nehmen können, um ehrlich zu sein. Ja gut. Nee, ich glaube, dann ist alles gut hier. Obwohl ich mir nicht sicher bin. Ja, hier geht's raus, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? So, kommt mal mit. Ich bete zu Rain. Ich bete. Okay. Fackel wieder aus. Ich brauche meinen Bogen. Ich mag, um ehrlich zu sein, noch nicht dran ziehen. Ja, danke. Wartet!
Gehen wir ein bisschen in Deckung. Wir hätten natürlich auch Möglichkeiten. Das ist halt schade, ne? Dass man ja durch so Ecken und Lücken schießen kann. Hier drüben höre ich noch irgendwas rumtollen. Aufgepasst. Wir hätten natürlich hier ein bisschen für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen können. Ich finde es übrigens zurzeit ideal standardmäßig ausgeleuchtet. Ich werde nichts mehr dran verändern. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist toll. Mal schauen, wie das Candlelight sich hier ein bisschen auswirkt. Ah, gefällt mir. So, schauen wir um. Uns. Du da oben, du bleibst, ne? Was haben so die Traugam am meisten immer nichts bei sich, ne? Ja, ein bisschen noch mehr. Aber war denn jetzt so ein... Ich glaube, die haben nichts. Ah, ein Septim, ne? Das braucht man mehr. Was sind das eigentlich? Oh! Oh! Entschuldigt, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts. Ist hier der Magier? Da drüben sieht aus wie der Magier. Ich glaube, dann können wir nämlich für heute hier Schluss machen. Genau. Und dann schauen wir uns noch den Magier an. Nehmen hier noch ein paar alte Nordpfeiler. Sag mal, ist das vielleicht hier... Ich habe schon gedacht, das ist hier eine alte Ausgabe. Ah, ne, hier. Ah, schön. Juhu. Ja, so ist unser Kalasar immer um Arbeit bemüht. Ich will eine Gehfähigkeit. Ja, wenn... Hear all this talk about a war? I hope it never comes here. Weißt du eigentlich, Lydia, dass wir schon Ewigkeiten kein Fossil mehr gefunden haben? Aber Ewigkeiten. Das ist manchmal ganz schön hell. Noch nicht ganz optimal, aber mir gefällt es eigentlich so am besten. Ich weiß nicht, was es ist. Warum der manchmal so ein... Genau. Muffig. So ist es halt in alten Gräbern, mein Freund. Nee, das ist... Ach, das... Vielleicht ist das auch hier der Papa. Nee, das hat noch nichts damit zu tun. Das ist noch nicht der Magier auf alle Fälle. Trotzdem machen wir erstmal hier Schluss. Und werden dann das nächste Mal... So, ich denke, hier geht's weiter, ne? Kalasar, was sagst du? Oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Wir schauen erstmal, wo es weitergeht. Hier müssen wir auf alle Fälle... Ach, dort. Alles klar. Hier müssen wir durch. Und pass auf, hier könnte noch sogar ein... Hier könnte noch sogar irgendeine Falle sein. Manchmal, ne? Hat er ein Problem, mein Freund. Wenn man an einer bestimmten Stelle kommt von dem... Da blendet er uns, ne? Aber okay. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber so sieht es beinahe noch ein bisschen atmosphärischer aus, ne? Und man sieht trotzdem, finde ich, oder? Was sagt ihr? Ich finde, man sieht eigentlich genug.
kaiserlicher Helm. So, dann lasst uns weiterziehen, ne? Meine Freunde und Gefährten. Ciao, ciao.